Hallo und herzlich willkommen in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Kommt mit, von oben haben wir einen wunderschönen Blick aufs Gelände. Mein Name ist Silke Remusch und ich leite die Ausbildung der Physiklaboranten in der PTB. Mein Name ist Axel Eggestein und ich leite das duale Studium für Elektrotechnik. Wir befinden uns hier auf dem Willy-Wien-Turm. Von hier oben kann man natürlich wunderbar erkennen, dass wir in einem parkähnlichen Gelände unser Grundstück haben. Alle Gebäude verschwinden zwischen Waldstücken oder Wiesen. Die PTB ist das Nationale Meteorologie-Institut Deutschlands. Und wir beschäftigen uns mit Meteorologie. Und Meteorologie ist die Kunst des Messens. Wir gehören zum Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und sind damit direkt am Bund angestellt. Hier in der Ausbildung haben wir ein sehr familiäres Umfeld. Und wir suchen natürlich auch den Kontakt zu den Auszubildenden. Also wir sind sehr offen, auch für Probleme, Fragen sowieso. Und auch wenn die Auszubildenden in die Fachbereiche versetzt werden, auch da ist der Kontakt zu den Ausbildern immer da. Ja, unsere Auszubildenden sind ab zweiten, dritten Lehrjahr im gesamten Gelände unterwegs. Also können sich in jedem dieser Gebäude wiederfinden, um entsprechend ihres Ausbildungsberufstätigkeiten wahrzunehmen, sich dort auch ein bisschen einfinden und wohlfinden, um später mitzuentscheiden, wo sie vielleicht auch ihren Folgeeinsatz nach der Ausbildung haben. Die Bewerber sollen natürlich sehr zuverlässig sein, die sollen organisiert sein, genaues Arbeiten. Da legen wir natürlich sehr viel Wert drauf hier in der PTB. Wir bieten ein motiviertes Team an hauptamtlichen Ausbildern und die Auszubildenden können sich hier in kleinen Teams, wir arbeiten in kleinen Gruppen, die werden individuell betreut, dadurch, dass wir halt hauptamtliche Ausbilder haben. Ja, und dadurch ist insgesamt die Ausbildungsqualität natürlich sehr hoch in der PTB und wir haben extremst wenige Abbrecher in der Ausbildung und sehr gute Ergebnisse.